Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich mache Urlaub in meiner Heimatstadt Kapstadt 10 Tage lang. Und da ich so oft nach Südafrika fliege, habe ich entschieden, einen eigenen Satz hier zu kaufen und nicht immer meine Golfschläge aus Deutschland hier hinzuschleppen. Und was ich getan habe, da ich nicht so viel Geld ausgeben möchte, ich bin am ersten Tag dieser Reise einkaufen gegangen. Und ich habe mir einen ganzen Satz Schläge besorgt. Und das habe ich nicht nur für mich gemacht, sondern für dich. Ich möchte dir helfen, falls du demnächst Schläge kaufen gehst. Und vielleicht möchtest du nicht neue Schläge kaufen, vielleicht möchtest du zweite Hand Schläge kaufen. Ich habe dann natürlich anschließend Golf gespielt auf dem wunderschönen Milnerton Golf Club. Und dann während der Runde habe ich erklärt, welche Schläge ich gekauft habe, warum ich diese Eisen gekauft habe und dieses Sandwich, auch ganz wichtig, was war mit dem Putter und natürlich Driver und mein Transportschläge. Ich sage es jetzt schon, das ist Holz 4. So viel Spaß beim Schauen. Guten Morgen aus etwas windigen, nassen Kapstadt. Ja, ich war gestern in einem Golfladen und müsste mir Golfschläge kaufen. Und das Erste, was ich ausgesucht habe, war mein Driver. Ich bin sehr, sehr glücklich über meinen Driverkauf. Ich habe einen Titleist TS-R3 gekauft. Der ist in super, super Zustand. Der zweite Handpreis war sehr bezahlbar. So beim Driverkauf sind zwei Dinge meiner Meinung nach sehr wichtig. Und das ist Nummer eins, der Flex vom Schaft. In der Regel haben Golfer einen Flex, der zu fest ist. So, ich würde niemals einen Driver schlagen, ohne den ausprobiert zu haben. So, das muss im Laden passieren. Das habe ich auch getan. Und nach einem Schlag wusste ich, dass dieser Flex, das ist für mich mit einer etwas höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit ein Stiff-Flex, was genau richtig ist. Aber viele Golfer, viele Männergolfer sollen, wenn nicht Regular, auf jeden Fall Seniorenflex oder sogar Damenflex aussuchen. Ich habe gesehen bei meinen Schülern mit weichen Schäften, dass sie 10 bis 20 Meter gewinnen. Das ist Wahnsinn. Der andere sehr wichtige Faktor ist der Loft. Nur ich habe 9 Grad, was recht wenig ist. Und wenn du ein Handicap über 20 hast, bitte, mehr Loft ist besser. Am besten 10,5 oder 11 Grad aus Mann bestellen. Und dann sind die neuen Schläge alle verstellbar. Das ist klasse. Dann kann man runter, wenn man den Ball flacher schlagen möchte. Aber mir Loft ist sicherer, verzeiht besser, Ball fliegt gerade. Und für Damen auch 13, 14, 15 Grad ist wunderbar. Aber gucke, dass der Schläger verstellbar ist. Ich habe auch eine schöne Haube mit meinen zweiten Handschlägen bekommen. Oh, ich bin begeistert. Ist das nicht ein Hintergrund? Leider ist Tafelberg noch bedeckt. Und da auf der rechten Seite, das ist Lion's Head. Ich denke, da gehe ich heute noch wandern. Okay. Loch Nummer 3. Da kann ich schön Drive schlagen. Wünsche mir Glück. Bin auf dem Fairway. Ein Fairway-Holz brauche ich natürlich für die Transportschläge. Nur ich möchte einen Schläger, mit dem ich die enge Abschläge machen kann, wo Driver ein bisschen wackelig ist. Und ich brauche irgendwas, was leicht zu treffen ist, was relativ leicht zu treffen ist vom Fairway, wo ich gute Länge habe. Und ich brauche auch etwas, was von dem leichten Semi-Rough klappt. Und das ist ein Holz 4. Und ich habe ein Titleist TSR2 Holz 4 gekauft und der ist verstellbar. Das ist ganz wichtig. Und ich habe 2 Bälle mit diesem Schläger geschlagen und ich bin absolut begeistert. Hier möchte man immer die Sohle treffen mit dem Holz. Oh, ich bin absoluter Fan. Viele Golfer, die längere Schläge haben, also halbes Zoll, 1 Zoll, die machen auch ihre Hölzerlänge. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler. Nur ich bin kein Fitter, aber meine Erfahrung mit meinen Schülern ist folgendes: Dieses Schläger ist schon lang. Und warum möchte man ihn noch schwieriger machen? So, ich würde eher Hölzer von der Länge her Standard kaufen.
Bei den Eisen habe ich TaylorMade P770 gekauft. Die kenne ich, weil ich genau so einen Satz zu Hause habe. Beziehungsweise ich habe die P780. Bei den Eisenkauf musst du gefittet werden. Entscheidend ist natürlich die Schaftlänge. Da werden sie gucken, wie groß du bist, wie lang deine Arme sind. Wie fest muss der Schaft sein? Da werden sie deine Schwunggeschwindigkeit sehen. Bitte ist es wichtig, wenn du beim Testen bist, beim Fitten bist, mach deinen Schwung. Das ist kein Weitschlag-Wettbewerb, zu sehen, was auf dem Monitor steht für in Entfernung. Du möchtest dein Spiel spielen, weil du den Schläger für dich haben möchtest. Ich habe einen relativ festen Schaft gehabt. Übrigens, Stahl, regular Schäfte sind absolut in Ordnung. Die haben etwas mehr Gewicht und ich denke, du kannst davon profitieren. Ansonsten ist natürlich Graphit wahrscheinlich am besten geeignet für Amateurgolfer. Und wie beim Driver, gucke, dass der Schaft weich genug ist. Der letzte Punkt, was beim Fitten auch gecheckt wird, ist dieser Leihwinkel. Da musst du auf einem Brett schlagen und dann werden sie sehen, ob der Leihwinkel aufrechter oder flacher sein muss. Wie viele Eisen musst du kaufen? Die Eisen sind heutzutage länger als früher. So ein Eisen 7 heute ist ein Eisen 5 früher, so ungefähr. So, wenn du nicht lange dabei bist, bis Eisen 7 ist absolut okay. Aber gucke, dass du alle Eisen hast. 7, 8, 9, P und S. Wenn die Sätze etwas teurer sind, musst du extra Wedges kaufen. Aber mir dazu gleich. Wenn die Länge nicht stimmt, kann der Schaft locker verlängert werden oder gekürzt werden. Und mein Schläger ist 1 Zoll Länge. Was ich so gerne habe, dann stimmt meine Haltung. Und da mein Schaft Länge ist, bekomme ich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, mehr Länge. So, Eisen 8 habe ich jetzt in der Hand. Ich möchte den Greenkeeper da nicht verletzen. Jetzt ist er weg. Oh, es gibt nichts Besseres für mich als ein gut getroffenes Eisen. Wenn du ein Sand Wedge oder Gap Wedge oder Lob Wedge extra kaufen musst, dann ist der Leihwinkel auch wichtig. Unbedingt testen. Gucke, dass die Länge des Schaftes zu deinem Satz passt. Also dein Sandwich sollte etwas kleiner als dein Pitching Wedge sein. Manchmal habe ich Anfängerschüler, die zu mir kommen, wo die Schläge unterschiedlich lang sind. Manchmal ist das Sandwich länger als das Pitching Wedge. Und das geht gar nicht, weil das sollte der kürzeste Schläger in deiner Tasche sein. Ein kleiner wichtiger Tipp ist der Bounce. Auf diesem Schläger sieht man 10,5 Bounce, was so Durchschnitt ist. So, wenn du sandige, matschige Böden zu Hause hast oder viel spielen musst, dann ist viel Bounce besser, 12 oder höher. Und wenn deine Böden sehr fest und hart sind, was eher nicht typisch ist bei uns, dann natürlich weniger Bounce, 7, 8, 9 oder 10. Ich bin großer Woki-Fan. Das ist mein Lieblings-Wedge, aber da musst du gucken, damit du sehen kannst, was für dich am besten ist. Das ist ein schwieriger Schlag, so ein kleiner Pitch, Sit. So ja, Wedges auch fitten lassen, falls die extra gekauft werden. Weißt du, dass die meisten Golfer viel zu alte, harte, feste Griffe haben? Die müssen regelmäßig ausgewechselt werden, eigentlich. Viele kaufen sich neue Schläger, aber alles, was sie brauchen, ist ein neuer Griff. Wenn du einen neuen, schönen Griff in der Hand hast, hast du das Gefühl, dass du einen neuen Schläger in der Hand hast. Nur ich beim Kauf von zweiten Schlägern habe diese Griffe montieren lassen. Also die alten Griffe habe ich ganz sicher nicht mitgenommen. Ich habe ein paar Rand mehr bezahlt, um diese weiche, die kleben fast, so fühlen sie sich an. CPX Golf Pride Griffe, also die machen sehr viel aus und die Griffdicke ist auch wichtig. Ich habe ziemlich große Hände und ich habe hier Midsize gekauft mit 2 Tapes. Und oh, du fühlst den Schläger mit dem Griff. Go Ball. Der Putter ist natürlich ein sehr wichtiger Kauf. Den habe ich nicht zweiter Hand gekauft, sondern neu. Das ist ein schöner Cleveland HB Soft Mold und er sieht toll aus. Zumindest für mich.
Ich werde oft gefragt, was für ein Patte sollte ich nehmen? Letztendlich muss der einfach dir gefallen. Und es muss nicht unbedingt der teuerste Patte sein, aber vielleicht muss es auch. Ein paar Dinge aber, die wichtig sind, ist die Länge. Wie stehst du am Ball? Ich stehe gerne sehr aufrecht, also ich brauche die 35 Zoll. Aber es kann sein, dass durch Körpergröße oder durch Technik, dass du einen kürzeren Putter haben möchtest. Dann 34, 33 Zoll oder fitten lassen, lass sie mal schneiden. Dann natürlich die Ausrichtung ist beim Putten das A und O. Diese kurze Putt, so wie ich jetzt habe, sind wichtig für den Score. Und da muss Form und eine schöne Linie dir helfen, dich gut auszurichten. Die Schlagfläche sollte auch so sein, dass du ein Feedback bekommst, wenn du den Ball triffst. Aber meistens da ist der Ball am wichtigsten. Und ja, welche Griffstärke möchtest du haben? Wenn du merkst, dass deine Hände etwas unruhig sind, dann ist vielleicht dickerer Griff besser. Und da gibt es ganz tolle Griffe. Aber wenn du mehr ein Gefühlspieler bist beim Putten, dann dünner gibt dir mehr Gefühl. Also die Fahne hängt nach da. Ich lasse sie drinnen. Die kann mir jetzt nur helfen. Und der Wind ist so doll, dass ich glaube, wegen des Windes etwas rechts zielen muss. So war das, der hatte Kurve. Du musst auch unbedingt schauen, dass wenn du deinen Stand einnimmst, deinen normalen Stand mit dem neuen Putter, wie liegt die Sohle auf dem Boden? Ist sie flach auf dem Boden oder zeigt die Spitze nach oben? Oder sieht es so aus? So, der Putter, der für dich richtig ist, der den richtigen Leihwinkel hat, muss, nachdem du deinen Stand eingenommen hast, flach auf dem Boden liegen. Weil diese Bälle tendieren nach links und diese nach rechts. Okay, Putterkauf, wichtiger Kauf, aber du musst diesen Schläge lieben. So, ich hoffe, dass du dieses Video genossen hast. Ich sitze übrigens am 19. Loch von Milton Golf Club. Wirklich, das ist das 19. Loch. So, falls du es vorhast, zweite Hand oder neue Schläge zu kaufen, ich hoffe, dass dieses Video dir helfen wird, die richtige Entscheidung zu treffen beim Kauf. Falls dieses Video dir gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und ich werde auf jeden Fall ein paar Videos noch hier in Kapstadt machen. Ich habe ein paar spannende Dinge vor. Tschüss!